eines Abends gegen 10 Uhr wird die Türe von der großen Zelle geöffnet, wo 30 Leute drin waren. Man stoßt einen Menschen hinein in die Zelle und die Zelle schließt sich. Da lag nun dieser Mensch auf dem Zementboden. Und dann meldet sich: Habt Erbarmen, kann mir jemand etwas zum Zudecken geben? Ich bin nackt und friere. Ich bin der Bischof Durgovic von Jasch. Sprang Pfarrer Friedrich runter, gab ihm seine Decke. Und Durgovic ermahnte die 30 Verurteilten in dieser Zelle zu Geduld und gottergebenen Ertragen des Kreuzes Christi. In der Hoffnung, es wird durch euer Kreuz und Leid, wird das Volk Erlösung und Rettung finden. Also der erste Eindruck, den er mir gemacht hat, da habe ich gesagt, das ist ein Übermensch. Sein Gesichtsausdruck, wissen Sie, und auch der Blick, die Augen, die waren etwas Außergewöhnliches. Und man hat keine Angst gehabt, sondern man hat in diesem seinen Blick etwas gefunden, das einen angezogen hat. Und es ist dann wirklich so ein Verhältnis von Hochachtung und Ehrfurcht zwischen uns entstanden. Ich hatte immer den Eindruck, dass er mich am liebsten hat. Ich bin überzeugt, Baltheiser hat denselben Eindruck gehabt. Und ich habe mich sehr gewundert, als ich später mal als Priester mich mit einem Kollegen da getroffen habe und ihm erzählt habe, der Durgovic, der hat mich doch gern gehabt. Da sagt er, mich hat er am liebsten gehabt. Da habe ich gestaunt, habe mir gedacht, also das war doch ganz bestimmt so, dass jeder der Seminaristen und jeder der Alumnen meinte, ihn hat er am liebsten. Ich war der Zeremoniär vom Nuntius, der Bachmeier war sein Zeremoniär. Und wirklich bei dieser Bischofskonsekration, da hat man gemerkt, wie der Durgovic ein wahrer Bischof geworden ist. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Er war so voll des Heiligen Geistes, so voll der Wärme in seinem Herzen, dann mit so viel Verständnis ist er immer auf die Priester zugegangen, dass man sich sagen musste, also das konnte nur der Heilige Geist. Da war in der Pfarrei Popești Leoden bei Bukarest Firmung. Es ist die größte Pfarrei der Diözese Bukarest, über 600 Kinder haben auf die Firmung gewartet. Durgovic sollte kommen, obwohl er schon Bischof von Jassy war, um diese Kinder zu firmen. Das bischöfliche Palais in Bukarest war aber ganz umzingelt von Sicherheitsbehörden. Der Chauffeur des Bischofs durfte nicht rausfahren aus dem Hof. Und so standen sie nun da und wussten nicht, wie sie zur Firmung dahin kommen sollen. Und da hat der Pfarrer von Popești Leoden, Pfarrer Begu, angerufen, die Kinder warten auf die Firmung. Bischof Durgovic hat ihnen gesagt, sie können nicht raus aus dem Bischöflichen Palais. Dann ist Pfarrer Begu mit dem Auto zum Bischöflichen Palais gefahren gekommen und hat gesagt, sie müssen unbedingt zur Firmung kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann sind sie ein Feigling. Darauf hat Bischof Durgovic gesagt, gut, ich komme gleich. Dann ist er mit einem Begleiter, mit Pfarrer Friedrich, zu Fuß zur Straßenbahn gegangen. Auf der Straße sah er die Sicherheitsbehörden mit der Straßenbahn bis ans Ende der Straßenbahn gefahren und dort dann zu Fuß noch 3 Kilometer bis zur Pfarrei gegangen. Und während sie auf der Straße gehen zu dieser Pfarrei,
hält ein Auto der Polizei. Es springen drei Polizisten raus und drängen die zwei Priester ins Auto rein. Damit waren sie verschwunden.